Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, wir waren hier letztens stehen geblieben. Und zwar sollen wir jetzt... Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Hinrichten. Das wird also, das Leben kosten! Das nächste Attentat auf ihn begehen, ja, man sieht schon... Elender Ruhm! Die Hauptstory ist im ersten Teil sehr eintönig, im Gegensatz zum zweiten. Warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch getan? Da ist sehr viel... Stirb, Dieb! Wie geht das nochmal? Hä? Achso, ja. Ich habe ja vergessen, dass ich die Steuerung von Assassin's Creed jetzt an Black Flag angepasst habe. Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also... Was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suq Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Okay, dann geht's mal wieder auf Nachforschungen bzw. Aussichtspunktjagd. Ich würde sagen, ja, den hier können wir doch am nächsten besteigen. Und ja, man sieht schon, die Stadt Damaskus ist sehr in einem arabischen Stil gehalten, also nicht wie Akkon, ist ja mehr so ein böses britisches Setting. Die wird ja auch meistens als die Templerhauptstadt bezeichnet, so habe ich das zumindest mal gehört irgendwo. Das ist auch, war auch schon Jahre her. Ja. Und ja, da sind wir schon beim Aussichtsturm. Moment. Ich merke ja gerade jetzt wenig Musik. Ja. Ich glaube, ich soll vielleicht den Sound ein bisschen höher stellen. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Ah ja, das schöne Damaskus. Ich liebe es. Sieht zwar ein bisschen matschig aus, aber naja. Assassin's Creed Grafik halt, obwohl die in Black Flag richtig gut auf dem PC aussieht. Ja, und da vorne ist noch so ein Partisane, den retten wir mal gerne. Das stirbt, Ungläubiger! Das kostet sich den Kopf! Er hat sie mal umgebracht! Wie konnte das geschehen? Komm, ja, komm. Das ist mal ein bisschen nett. Und... So, ja, komm. Dieser Mann ist ein Mörder! Hier drüben! Und was ist das? Ich danke. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Wer würde so etwas Furchtbares tun? Schnell hier. Hallo, mein Freund. Wer hat gesehen, was hier geschah? Messen schnell. So bemerkt er uns nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen hier eher lang, weil das war ja bei unserem ersten Auftragsmord auf Tamir, dass der Bezirk, also
die ganzen Hauptattentate sind ja immer in drei Viertel aufgeteilt und ich glaube, wir müssen eher ins Nobelviertel. Da habe ich wohl den falschen Aussichtsturm erklimmen, anstatt den im richtigen Bezirk. Ja, ich, Vollnase, bin auch heute sowas von schlau. Dieb! Elender Lump! Ja, der Tag vor Silvester, da freut man sich doch. Schon das Jahr 2014, Alter, wie schnell doch die Zeit vergeht. Mann. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Stirb, Dieb! Alter, was... Alter, hier, ja. Was machst du denn da? Oh, später vielleicht. Jetzt... Bitte, nur tut doch etwas. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe dreckiger nicht... Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Ja. Nein, geht dann nicht. Bitte, helft mir! Ja, ich bin dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Aus dem Spiel eine raus. Kleine Spende. Ich bin arm und hungrig. Elender Rupp! Hab das Spiel schon ewig nicht mehr aufgenommen. Also wundert euch nicht, wenn meine Kenntnisse hier so ein bisschen eingerostet sind. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch. Hauptsache, ja. Unterhaltung pur und ja. Wer hat das getan? Wer hat das getan? Okay, wie komme ich denn das? Oh, eine Frage, die. Was ist der armen Seele widerfahren? So. Hopp da! Wer hat das gibt? Am besten da. Super. Alter, das mit Altair geht heute ja richtig flott heute. Abgesehen von den kleinen Fehlern am Anfang des Parts. So. Super. Läuft voll. Man sieht schon, hat eine coole Weitsicht. So, dann wollen wir mal den Aussichtsturm synchronisieren. Und wir haben noch ein paar Minuten. Laut meiner Uhr hier neben mir. Ja, was können wir da noch machen? Ihr wollt mich doch verarschen hier. Na gut, dann nehmen wir den hier noch mit. Und dann beenden wir den Part und machen dann den nächsten Part, wenn es geht, dann auch einen Aussichtsturm fertig. Damit wir auch mal so ein bisschen weiter vorankommen. Ihr wart es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Ah, später. Helft mir! So hilft mir doch jemand! Stirb! Habt ihr mich überrascht? Ich habe viel im Angebot. Alter, was sind das für komische Stöhngeräusche? Und nur für heute habe ich alle Preise reduziert. Komm! So. Was tut er denn? Ich hab mich verlaufen. Ja, verlaufen vor allem. Das ist sicher ein Assassin's Creed. Diese hässlichen DNA-Wände, sag ich mal. Ich habe jetzt keinen wirklichen professionellen Begriff für solche ekligen Wände. Alter hier. Und ja, man sieht schon, die Aussichtshöhe sehen immer, fast immer in den Städten gleich aus. Abgesehen auf ein paar Ausnahmen, das ist eher nicht so häufig. Supi! Dann mal weiter. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Was ist das denn für eine Quest? Ja, ich sag Queststadt. Oh, ein Attentat. Ja. Können wir noch später machen. Jo, und wir haben schon für den Part genug aufgenommen. Ich würde sagen, bis dahin, euer Derek.